Lenhoff Hartstahl mit Sitz in Baden-Baden ist ein innovatives mittelständisches Unternehmen, das sich als Ausrüster rund um den Hydraulikbagger zu einem der Marktführer in der Branche entwickelt hat. Das Unternehmen bietet ein umfassendes Werkzeugprogramm für alle Baggertypen am Markt. Lenhoff bedient nicht nur den allgemeinen Tief- und Straßenbau, sondern auch spezielle Sparten wie Abbruch und Recycling, Garten- und Landschaftsbau sowie Steinbrüche und Kieswerke. Bei der Herstellung seiner Produkte setzt Lenhoff moderne Fertigungstechnologien ein. Nachdem das Unternehmen bereits bei der Schweißnahtvorbereitung gute Erfahrungen mit Schneidtechnik von R gemacht hat, hat sich das Unternehmen auch bei der Modernisierung des Blechzuschnitts für eine Portalschneidanlage aus dem Hause R Automation entschieden. Produkte der Firma Lenhoff zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit, Robustheit und Qualität aus. Wir haben uns für eine Maschine der Firma L entschieden, weil wir die Firma L eben über Jahrzehnte als kompetenten Partner kennengelernt haben. Im speziellen Fall war es eben so, dass wir die Kompetenz der Firma L insbesondere für die sehr, sehr guten Schneidergebnisse, die Schneidparameter, die Schneidgeschwindigkeit für uns in der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ganz, ganz weit oben standen und letztendlich den Ausschlag gegeben haben. Zum Zweiten spielt natürlich auch eine Rolle, dass wir den Lärmpegel, die Belastung unserer Mitarbeiter durch die Einhausung, die doch relativ einzigartig ist im Markt, stark reduzieren konnten. Das Anlagenkonzept AirCut Silent schützt vor Lärmemissionen und ermöglicht gleichzeitig einen Zwei-Stationen-Betrieb. Durch ein automatisches Wechseltischsystem kann der Tisch entladen und neu bestückt werden, während die Anlage in der Kabine schneidet. Das Kernstück der AirCut Silent ist die AirCut E545, also eine Maschine mit 4,50 m Spurbreite, mit einer Plasmaanlage, die bis 40 mm im Trockenschnitt beste Qualität und höchste Geschwindigkeit garantiert. Besonders problematisch beim Plasmaschneiden ist die Lärmentwicklung. Wenn man maximale Blechdicken schneidet, zum Beispiel hier 40 mm, dann werden ohne weiteres Lautstärken von bis zu 110 Dezibel erzeugt. Zulässig in Deutschland sind maximal 80 Dezibel in den Unternehmen. Das heißt, es müssen Maßnahmen ergriffen werden, um den Lärm zu reduzieren. Im einfachsten Fall Gehörschutz für die Mitarbeiter. Mit der AirCut Silent ist es gelöst durch eine sogenannte Schallschutzeinhausung. Das heißt, die ganze Maschine arbeitet in einer geschlossenen Kabine. Die AirCut Silent reduziert die Lärmemission um ca. 30 Dezibel. Das heißt, wenn wir im maximalen Fall 110 hätten, kommen wir auf unter 80 Dezibel, also genau auf die maximalen zulässigen Werte. Die AirCut Silent verfügt über einen halboffenen Bedienstand an der Außenseite. Von dort aus kann der Bediener sowohl den Schneidprozess als auch den Schneidtisch einsehen und ist vor Umgebungslärm geschützt. Die Schnittqualität durch den neuen Plasmaprozess ist deutlich besser geworden, wobei die Nacharbeit dadurch sehr gering wurde. Wir entlasten unsere Laseranlage jetzt in einem Schnittbereich von 10 bis 20 mm. Durch das neue Wechseltischsystem können wir gleichzeitig beladen, entladen und in der Kabine weiterbrennen. Das Bedienkonzept ist komfortabel und einfacher geworden. Der Querförderer in Verbindung mit dem Gurtförderer erleichtert das Abräumen und die Entsorgung der Schlacke. Wir können weiterhin unser Alles-Programmiersystem benutzen. L hat uns hier einen Konverter zur Verfügung gestellt. Durch das neue Kamerasystem L-Cam kann der Bediener aus seiner Zentrale die Tafel einmessen und mit dem Kamerasystem millimetergenau von oben sehen, wo der Nullpunkt liegt.